Wir haben heute einen weiten Weg zurückgelegt, um Anne zu besuchen. Anne kenne ich vom Studium. Sie ist Hühnerbesitzerin und Hasenbesitzerin aus Leidenschaft. Hallo Anne. Hi. Na? Schön dich zu sehen. Komm doch rein. Hallo. Ja, das, liebe Freunde, ist Anne. Sie hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr gerne. Ich entschuldige meine Stimme. Ich musste rumschreien vor ein paar Tagen. Das ist okay. Ja, vor ein paar Tagen war nämlich das erste EM-Spiel. Ich schätze mal, musste ich rumschreien. Ja, darauf spielst du wahrscheinlich an und einmal hast du tiefbitter geweint. Ja, aber nur einmal, nur ein bisschen, weil wir haben ja trotzdem gewonnen. Das ist das Einzige, was zählt. Wir haben den ersten EM-Auftakt der Deutschen bereits in einem Vlog festhalten können. Heute gibt es den zweiten EM-Vlog. Du hast mir netterweise ein Video geschickt. Nummer 1 vom Abstauber, einem Staubsauger-Roboter. Ja, irgendwie von irgendeiner Marke, aber man hat ja auch direkt gesehen, er hat für Schottland predicted und ist nicht aufgegangen. Also sind wir hier beim richtigen Orakel. So, also der kann nämlich nichts. Wir sind heute hier beim richtigen Orakel, hat Anne schon ganz richtig festgestellt, denn du meintest, du hast ein sehr intelligentes Huhn. Ja, Elvira. Ich habe die hier auf der Straße gefunden und natürlich barmherzig wie ich bin gerettet, eingesammelt und hat auch niemanden aus der Nachbarschaft gehört. Deswegen haben wir sie adoptiert und auch schnell gemerkt, die hat ein bisschen was im Köpfchen. Ihr habt schon mehrere Hühner und habt dann gemerkt, dass Elvira oder wie wir sie jetzt im Kontext der EM nennen, Elviral, dass Elviral also ziemlich was im Köpfchen hat im Vergleich zu vielen anderen Hühnern. Richtig. Es fängt von verschiedenen Sachen an, wie die von Tag 1 wenige Stunden weiß sie sofort, wie sie aus dem Freigehege rauskommt. Die checkt, wenn wir was in der Hand haben, kommt sie zu uns und pickt ein bisschen. Aber wenn wir nichts in der Hand haben, rennt sie weg vor uns. Also einzigartig. Huhn mit Kopf, wie man so schön sagt. Findet man nicht alle Tage. Im Hühnerfachjargon. Und wir werden uns heute Elvira etwas genauer angucken und die restlichen Spiele der Vorrunde in der UEFA Euro 2024 orakeln lassen von der lieben Elvira. Natürlich ganz objektiv, ne? Wir können nur hoffen, dass sie natürlich für Deutschland den einen oder anderen Punkt nach Hause holt. Aber das Orakel tut bekanntlich das, was ein Orakel tut, nämlich orakeln. Und die Wahrheit vorhersagen. Ja. So ist es halt. Also wir hoffen, dass Elvira oder Elviral einfach mehr drauf hat als der Abstauber. Wir hoffen, dass der Abstauber hiermit sich jetzt bitte seinen Rücktritt auch erklärt. Ja, ist auch einfach peinlich gewesen so. Und hoffen jetzt einfach, dass das Wildhuhn, was es einst war, was jetzt gezähmt wurde von dir, seinen scharfsinnigen Verstand heute für das einzig Wahre einsetzt, nämlich die Spiele vorherzusagen. Ja. Wir gehen jetzt kurz ein paar Aufnahmen vom Huhn machen, bereiten das Orakel vor und dann seht ihr die Endresultate jeweils auf TikTok bei mir und das Behind the Scenes findet hier im Vlog statt. Richtig. Und ich bekomme nichts ab. Aber das kennt man ja so von dir schon. Wir befinden uns jetzt bei Anne im Hintergartenhöfchen-Stübchen. Wie man sehen kann, da ist schon Hasenstall. Da ist auch die Villa und hier befindet sich das Freigehege. Ja, wir blenden jetzt kurz mal so einen spannenden Trailer für Elviral ein, um dem Huhn den nötigen Respekt zu erweisen. Während ihr das seht, gucken wir uns mal kurz ein bisschen das... Ja, einfach mal eine Roomtour. Machen wir mal. Ja. Wie man sieht, Wohnzimmer, da ist noch viel Gras, haben die schön, wollten sie da lassen, haben sie nicht aufgegessen wegen Polsterung und so. Ne? Ist immer geil hinzuchillen, auch im Sommer, wenn es ein bisschen warm ist, kühlt ja auch ab das Gras. Mhm. Schattiges Grundstück. Genau, chillen alle ein bisschen unter der Pflanze, unter der Orchidee und ja, sind entspannt drauf. Es ist ein Sonntag. Klar. Genau, weiter geht's. Auch am Sonntag wird gearbeitet. Kommt man dann schon ein bisschen im Eingang. Dort hinten sieht man, wo die Kuhlen sind, das Badezimmer. Dort wird geduscht, gebadet, Staub gebadet. Küche, meistens gibt es Buffet. Ja. Cool. Schlafzimmer, da werden auch die Eier gelegt. Kommen Sie mit. Ich frage mich eigentlich, wie viele Betten das Schlafzimmer hat, weil es sind ja nicht, also es sind schon viele Hühnchen. Mhm. Fun Fact, Hühner schlafen nicht in Betten, sondern meistens auf einer Stange. Von ihren Füßen ist die natürliche Position wie bei uns nicht so, sondern die greifen gerne. Checkst du? Ja, das ist das Hühnergehege. Da kann ich auch nicht viel erzählen. Hier sind die Brutboxen, da werden Eier gelegt und ja. Ich habe kein Problem damit, dass hier auch so Spinnen leben und so. Das sind ihre Liebsten. Genau. MTV Cribs for Chicks, sage ich da. Wer
von den vielen Chicks, die sich hier befinden, ist L-Viral. Jetzt wollen wir natürlich die gerne nochmal auch hier auf Kamera festhalten. Also was ich als wichtigen Fakt gerade mal ganz kurz beobachtet habe, hier drin, weißt du, da leben die, die wollen zum Sonntag Sicherheit und Ruhe haben, aber L-Viral, die stapft draußen rum, die ist ein Freigeist, die nimmt sich den ganzen Garten hier und nicht nur den abgesteckten Bereich. L-Viral ist auf Erkundungstour gerade, wie man sehen kann. Ich kann das schon nachvollziehen, ja. Aber denen geht's gut hier. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vorhin einen Vertrag an Anne geschickt, den sie bitte zusammen mit ihren Hühnern, also besonders mit L-Viral, den sie da unterzeichnen soll, den können wir jetzt auch hier einfach mal aus Sicherheitsgründen einblenden. Der ist nämlich einfach die Rückversicherung für uns, dass L-Viral uns nicht aufgrund der TikToks oder YouTube-Videos verklagen kann. Deswegen geht das hier alles Hand in Hand. Den Hühnchen geht es gut hier. Ja. 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 Also ich habe, wenn mich jemand fragt, sind die Hühner glücklich, kann ich dazu nichts anderes antworten als, guck sie dir an. Ich würde sagen, wir bereiten jetzt alles vor, springen dann direkt rüber zu den Behind-the-Scenes-Aufnahmen von den Orakel-Spielen. Erstmal danke für den kleinen Rundgang hier. Ich glaube, die Leute hat es brennend interessiert, wie L-Viral hier auch so lebt und leibt und lebt und sich ernährt und denkt und fühlt. Elvira, es ist jetzt an der Zeit, dass du uns führst. Wir knien von niemandem außer Elvira. 10 Jahre Knast oder nie wieder Elvira. Aber ich fand es auch toll, dass wir beide das gleiche im Kopf hatten. Bevor wir jetzt den schweren Job übernehmen und Elvira orakeln lassen, gibt es jetzt noch Stärkung. Natürlich passend in der Weltmeister 2015 Tasse. Alles gut. Ich dachte bloß falsch rum, weil das Logo auf beiden Seiten ist. Na. Sorry. Dazu noch ein Küchlein. Also die Stärkung kriegen erstmal wir, weil danach darf ja L-Viral 2 Spieltage lang futtern. Ja. Und wir waren so schlau und nicht so dumm wie manch andere Orakel auf TikTok, die ich gesehen habe. Die haben nur die 2 Mannschaften. Die haben nicht die Option mit Unentschieden. Das ist natürlich richtig völlig amateurhaft. Nicht wie wir. Wir haben das Unentschieden dabei. Ich stärke mich noch ein bisschen. Und dann muss L-Viral ein bisschen arbeiten. Wir haben aufgebaut, Deutschland, unentschieden, Ungarn fürs erste Orakel-Game. Wir brauchen jetzt bloß noch L-Viral und müssen TikTok-Videos machen. Das Orakel 2024 zur Euro 2024. Ja. Mit Anne. Nee, soll ich meinen Nachnamen sagen? Nein, das ist fein. Das passt für Dings. Für TikTok ist das okay. Super fein. Ja. Okay. Okay, warte kurz. Du musst das Huhn, also du am besten fängst das Huhn. Ja. Dass du es dann hier loslaufen lassen kannst. Ja. Ich filme, also Sophie filmt mit dem iPhone die Näpfe hier ab. Das Ding ist, ihr solltet nicht so nah stehen, beziehungsweise wenn ihr nah steht, euch nicht bewegen. Weil damit die keine Angst bekommen. Ja, wir können deswegen ja den maximalen Zoom halt raus. Ja, wir können zoomen, wir können direkt stehen. Ja. Nicht an die Fahnen ran. Nein. Du bist nicht das Orakel. Ich doch nicht. Elvira ist das Orakel. Nein. Hector, du bist nicht das Orakel. Oh, Hector. So eine Rampensau, Alter, wirklich. Kann mir einer mal jemand helfen? Ja. Nach Startschwierigkeiten kann es jetzt losgehen. Wir haben Elvira. Ich weiß nicht, ob sie das checkt. Ja, du kannst dich jetzt wieder bewegen. Ja, that's me. Wir laden das Video einfach nach dem Spiel hoch. Und filmen jede Sequenz. Und nehmen die Variante, die stimmt. Perfekt. Ja, okay, dann müssen wir jetzt rumfüllen, das ist die Schweiz. Oder ihr ladet beides hoch und löscht dann ganz schnell nach dem Spiel ein TikTok. Weil dann kann man immer noch sehen, okay, das wurde vor dem Spiel geöffnet. Wir sind zurück beim WM-Orakel. Ja. 2024. Mit Elvira und Anne und Tim. Und dem Bäcker. Und die Fahne kackt schon wieder ab. Tim, das muss schon High Class sein. Ja, Anne, das ist wieder verkackt. Ja, so passt. Schnell. Gut, los. Schnell ist es so. Herzlich willkommen zurück zum. Ich stehe schon drin. Herzlich willkommen zurück zum EM-Orakel. Ja, mit Elvira. Anne. Tim. Und. Sophie im Hintergrund. Alles auf Elvira. Wir werden sehen. Auf die Tippen. Auf die Tippen. Fertig. Los. Katastrophe. Okay. Guck mal, wir haben ein neues Huhn. Ja, was denkst du? So, das hier ist doch die Mitte. Okay. Bereit? Ja. Elvira, wir setzen alles auf dich. Los geht's. Go for it.
Komm schon. Komm schon. Deutschland. Das heißt, wir halten am Ende fest, kurz für die Cam noch, an sich ist Elvira echt geeignet als Orakelhuhn. Ja, ich habe gesagt, super schlau. Aber es hat die Skills. Also, wenn man uns loslaufen lässt, hat es auch keine anderen Augen mehr, als man merkt wirklich, wie es auch im Kopf rappert. Ja. Man merkt wirklich, da passiert ein gewisser Blick in die Zukunft. Ob der jetzt natürlich stimmt oder nicht, das bleibt jetzt abzuwarten. Aber wir können schon heute festhalten, dass Elvira auf jeden Fall Skills hat. Auf jeden Fall. Erst recht beim zweiten hat man richtig gemerkt, es hat sie so in beide Richtungen gezogen. Und dann hat sie gemerkt, es ist ein... Und wir haben den Plan fürs Finale. Wenn die Ergebnisse stimmen, kriegt Elvira... Es gibt eine Hühnerüberraschung. ...einfach noch so Hühnerärmchen, so kleine Plastikhühnerärmchen fürs Finale. Und dann kann sie richtig losrennen und picken. Ja. Das wäre der Plan. Hoch lebe das Orakel. Lasst dem Video gerne ein Like, Abo, Kommentar da, also auch dem Kanal. Das Video kann man nicht abonnieren. Glocke aber schaut es einfach nochmal, aktiviert die Glocke. Anne ist unten in der Beschreibung markiert, mein TikTok ist unten in der Beschreibung, damit ihr euch die Videos angucken könnt, die dabei rumgekommen sind. Und wir bedanken uns auch bei Elvira, die tatkräftig mitgewirkt hat. Applaus, Applaus. Ja. Schaltet gerne wieder beim nächsten Video einmal gucken, ob es noch einen EM-Vlog gibt. Danke, dass du deine Hühner-Suite, deine Chicken-Suite zur Verfügung gestellt hast. Danke, dass ihr hergekommen seid. Wir dampfen wieder ab, lassen dich mit deinen Chicks allein. Ja. Und sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.